Die Bilder, die wir gestern Abend und heute Nacht aus Paris gesehen haben, gehen uns nahe und sie lassen wohl keinen in Europa unberührt. Frankreich ist in dieser Stunde nicht allein. Die Franzosen sind uns Europäern in dieser Stunde besonders nah. Notre Dame ist nicht nur eine französische Kirche. Sie ist ein großes Erbe der europäischen Kultur. Und Präsident Macron hat heute Nacht noch aufgerufen, dass die Europäer sich am Wiederaufbau von Notre Dame beteiligen. Deshalb nutze ich die Gelegenheit gerne und bitte die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und das ganze Europa, den Wiederaufbau von Notre Dame zu unterstützen. Es ist nicht nur ein großes Bauwerk, es ist ein großes europäisches Wahrzeichen, Wahrzeichen europäischer Kultur und ein wichtiges Dokument europäischer Geschichte. Vielen Dank.